Hey, was ist das? Ich habe eine Base gefunden. Wilden Kerle. Von NWD. Also, ich weiß nicht, ob man das Base nennen kann, aber die haben hier irgendwie in so eine Ecke gebaut. Neue Welle Deutsch. Hä? Okay, ich gebe den Base zurück, sind noch 5 Minuten. Die haben... Ich verstehe das nicht, was das hier ist. Das ist einfach nur ein Gehege. Mit voll vielen Dinos drin. Also mit Bären und Stegos und so. Und das ist eingezäunt und da drin steht ein Gate. Ah, ich komme auch zurück. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, wer NWD sein soll. Ich frag mich, ob das hier eine Base ist oder ein Taming-Gehege von NWD. Fast 40% hat er. Die haben hier eine Base stehen. Komm mal zu mir, die sind ausgelockt. Die stehen ausgelockt vor ihrer Base. Wo bist du denn? Den Weg runter, oder? Einfach den Weg runter, ja. Aber du musst aufpassen, dass du... Wir können da vielleicht reinklettern, aber wir dürfen nichts attacken, weil ich weiß, dass die Dinos auf wild, auf neutral eingestellt sind. Die haben hier so eine kleine Steinbase in eine Ecke gebaut. Ich sehe den Trike, wo bist du? Weiter durch noch. Oh, es ist wieder hell. Ein Glück. Kommen dir ein Stück entgegen gerade. An dieser Ruine vorbei, an diesem Flatscreen. Ja, hier. Ich sehe dich. Die haben ein sehr gutes Versteck, wenn sie nicht ihr Dino-Gehege davor gebaut hätten. Weil das macht's auffällig. Guck hier. Hier ist das Gehege. Und wenn du da mit K drüber guckst, da hinten steht so ein Gate und da ist in der Ecke die Bude. Und da steht oben einer ausgelockt drauf. Ich würde es mal ausprobieren, da rüber zu klettern. Du hast, glaube ich, meinen Ravenger gefollowed. Ah. Vorsicht. Okay, ist nichts passiert. Ich kletter mal hier hoch. Hast du da gerade was gebaut oder so? Ah, der Trike ist akkurat. Lol, die sind... Der Steg ist akkurat. Die sind alle... Die sind auf aggressiv. Der kam direkt hier auf mich losgerannt gerade. Aber ich meine, ich müsste mich eigentlich nach da hinten einfach hinhangeln können. Da kommen die Dinos nicht hin. Da ist gerade Tür aufgegangen. Hier sind welche. Ja, die sind da. Ich nehme an, der sieht mich jetzt hier hängen, oder? Ne, da hinten kommt jemand mit dem Bär, Vorsicht! Lol. Ist das einer von denen? Ich weiß es nicht. Mit dem Namen nicht gesehen. Wir versuchen den zu runter zu bolern. Sein Kollege pfeift gerade mit den Dinos da rum. Der ist ziemlich lahm, der Bär. Alter, block mich doch. Oh, nee, ich dachte, ich hätte ihn. Ja, der macht aber nicht viel Schaden. Versuch einfach, ihn runter zu bolern. Versuch ihn zu betäuben eigentlich. Ja, ich glaube, das bringt nicht so viel. Die sind zu zweit. Ah, ich hab den Bär getroffen. Hab einen. Den können wir platt machen. Geh direkt drauf. Wo ist er? Der liegt... Ah, der liegt auf dem Bär. Das ist halt unpraktisch. Können wir ihn da runter betäuben von dem Bären? Alter, der Bär macht aber gut Damage, Mann. Half-Life hat meinen. Echt? Ja. Lol. Alter, da ist noch ein Bär, das sind jetzt drei Bären. Das ist ein Wilder. Ja, anscheinend. Oder die haben den gepfiffen. Die haben halt ihre Tiere auf Aggro, das nervt voll. Okay, ich habe ihn getroffen mit dem Betäubungsfall. Wo ist denn der andere? Einer ist abgehauen. Einer liegt auf dem Bären, der kommt gerade wieder, der andere. Ah, lol, Desync. Ich hätte ihn eigentlich treffen müssen. Ja, der andere Bär gehört auch denen hier, das ist nicht wild. Mhm. Liegt der immer noch auf dem Bären drauf? Ja, ja. Jo, hab ihn nochmal getroffen. Er ist betäubt, er liegt hier. Kannst ihn killen, er liegt auf dem Boden. Was redet der? Keine Ahnung. Aber betäub ihn am besten nochmal. Der Bär nervt. Mhm. Oh. Ich muss mal gehen, Alter, mein Ding ist gleich tot. Ja, ich versuche die zu betäuben noch. Ich will eigentlich ja nur sein Gear haben. Die labern irgendwas, die beschweren sich da gerade. Kannst du ihn looten? Ich betäub ihn gerade noch.
Wir müssen den anderen auch noch betäuben, dann können wir die Bären wegziehen. Hab ihn getroffen. Ja. Ist er betäubt? Nee. Nee. Ah, jetzt versucht er zu bolern. Warum weiter betäuben? Ja, der will jetzt auch bolern hier. Warum, wie, warum weiter betäuben? Damit wir dich looten können. Kannst du ihn looten? Ja, aber ich bin overweight. Okay, dann werf das weg, was du nicht brauchst. Ja, ich muss mal gucken. Ich betäub den anderen hier gerade ganz gut. Ich renne mal kurz weg und guck mal, dass ich aussortieren kann. Ja, ja, mach, mach, mach. Ich hab den anderen hier hinten. Die reden, ob wir es nicht lassen können. Mann, sowas nervt, Leute. Das ist doch ein PvP-Projekt hier. Die haben gar nichts Besonderes. Echt nicht? Aber der hat wenig Schaden gekriegt. Die Rüstung müsste ganz gut sein. Wir haben, nein, normales Ding, Metallgear. Also normales Flakgear. Echt? Lol. Ja. Ich muss trotzdem mal ein bisschen weiter weg das, den Ravager Force feeden. Du hast also alles gelootet, was du brauchst, ja? Ich hab den Typen gelootet und hab nur 10.000 Holz weggeworfen. Lol. Dass die aber auch, wenn man die bolert, auf dem Bären weiter sitzen, ist halt auch doof. Was haben die denn gesagt eigentlich? Ich hab da nicht. Keine Ahnung, er hat halt die ganze Zeit so rumgeheult von wegen, ach, hört doch auf. Muss das sein? Müsst ihr uns betäuben? Warum machen die denn bei einem PvP-Projekt mit und beschweren sich dann? Es ist ja... Scheißegal. Naja, egal. An den Paracer müssen wir jetzt hier eigentlich irgendwie hier lassen, weil den kriegen wir ja nicht über die Brücke rüber, ne? Mhm. Mal gucken, was der für Stats hat. Level 6. Wir können hier in den Busch reinstellen. Er hat 17.000 Leben, ey. Da müssten wir eigentlich noch erstmal auf Movement Speed, aber der kriegt nur 1%. Das ist halt annoying. Na, lass mal erstmal da stehen, würde ich sagen. Und dann gehen wir zurück. Na, wir könnten halt mit der Picke uns da rein, schlängeln, weil deren Base ist so ein bisschen oberhalb gebaut. Und da würden auch deren Dinos nicht zur Hilfe kommen können. Wenn wir dann da jemanden vor der Tür gebolert bekommen, dann hätten wir da quasi freie Möglichkeit, die einfach zu töten, weißt du? So, wenn wir hier unsere Ravager in die Ecke stellen würden. Und wie gesagt, ich versuche das jetzt nochmal, vielleicht kommen die da gerade nicht. Müsstest du mich nur ein bisschen im Blick behalten? Soll ich im Ravager erstmal bleiben oder soll ich ohne mitkommen? Du hast gerade einen Pilz aktiviert. Was für Pilz? Ja, egal. Achso, du hast es nicht abgekriegt, okay. Nee. Bleib mal auf dem Ravager. Ja, mach das. Ich kletter mal hier hoch. Hast du gerade die 20... Oh, nee, das ist der Raptor. Nee, das ist der Raptor da. Deren ihre Base ist nämlich wirklich keine Base. Spreng doch einfach irgendwas. Ja, ich sehe sie auch. Kennen sie dich? Nee, ich glaube nicht. Einer steht hier rum. Ich könnte den die komplette Bude wegsprengen, wenn ich jetzt hier eine C4-Ladung zünde. Ja, mach's doch. Aber am liebsten würde ich sie halt einfach betäuben. Ich weiß nicht, ob ich da hinten herbekomme, dass ich die Bola und beide betäube, weißt du? Das wäre natürlich die beste Möglichkeit, weil dann können sie nichts mehr machen. Dann behalte ich sie einfach betäubt und gut ist. Der eine von denen ist auch nackt. Ich weiß nicht, ob ich hier lang springen kann. Müsste ich mal ausprobieren. Auch was von der Action haben. Ja, es ist halt, du müsstest halt da lang klettern, dann könntest du mitkommen. Aber du musst halt deinen Ravager hinten verstecken und dann lang klettern. Ich weiß halt, das wird in die Hose gehen. Das nervt mich. Nicht unbedingt. Also es ist relativ safe, weil die halt denken, die denken halt auch, die wären sicher, aber man kann hier einfach reinspringen bei denen. Komm mal zu dir. Und die Dinos können denen nicht zur Hilfe kommen. Die haben bestimmt ein bisschen Metall. Die haben auf jeden Fall auch einen Fabricator. Ihre Smithies da, die sind hier gerade nur am Arbeiten. Wie lange brauchst du, bis du hier bist? Ich bin gerade am Berg hochklettern. Okay. Ich achte mal, dass sie nicht zufällig dich sehen können. Du musst nicht zu hoch. Du siehst, wo du hin musst, ne? Ja, ich habe von da oben runter gucken. Von da oben runter gucken? Ich bin über dir. Du bist über mir? Wo? Ich sehe dich nicht. Ich bin über dir. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Wo sollst du denn bitte sein? Guck doch mal über dir genau. Ich sehe dich nicht.
Du bist in der Wand drin oder so, ich kann dich nicht sehen. Jetzt? Nein. Du bist nicht zufällig über den Gegnern, oder? Ich bin über der Base von denen. Du siehst mich hier draußen stehen, auf dieser... Auf diesem... Ja, ich sehe den Namen. Ich sehe dich jetzt aber persönlich nicht, weil es zu dunkel ist, aber ich sehe den Namen. Okay. Dann musst du noch warten, bis es ein bisschen heller wird, weil, und dann musst du zu mir hinkommen. Weil dann können wir hier an der Seite reinspringen einfach. Und dann machen wir die Messer. Machen wir die Messer. Siehst du mich jetzt? Nö. Keine Ahnung, wo du sein sollst. Kann man den Pickel eigentlich runterklettern auch? Ja, gell? Ja, schon. Ich sehe die jetzt auch. Doch, da sind sie. Okay. Die sind da nur am Arbeiten. Das hätte ich auch machen können, was halt noch asozialer wäre. Wir warten, bis die gehen. Und dann gehen wir da rein und rauben die aus und verpissen uns wieder. Oh, der hat gerade gepfiffen. Der kommt jetzt vorne raus. Ja, ich höre das Tor. Aber ich, das Tor bewegt sich bei mir aber gar nicht. Ja, weil du wahrscheinlich in dem Berg drin bist und rumbackst. Achso, das ist doch cool. Der eine ist jetzt gleich mit seinem... Bären auf dem Weg, glaube ich. Der ist auch Nakidai. Ich weiß leider nicht, wo die ihre Betten stehen haben. Ich würde die nämlich ganz gerne töten, sonst labern die wieder. Okay, jetzt ist er da auf dem Revenger. Hast du deinen Revenger bei meinem versteckt? Nee, woanders. Okay. Die gehen mit den Bären raus. Ah, damit geht mit zwei Bären raus. Beweg dich mal zu mir hier noch, dass du hier hochkommst zu mir. Warte mal, was macht der? Wollt ihr den Raptor einfach nur loshaben oder was? Kann sein, ja. Nee, er geht raus. Der ist nackt, irgendwas. Ja, ja. Ich könnte jetzt auch einfach zu dem reinspringen. Der ist jetzt halt alleine und sieht mich nicht, ne? Ja, mach doch. Ich versuche den anderen zu killen. Ja, du solltest lieber zu mir reinkommen, damit wir die nicht in ihre Base zurücklassen können. You know? Soll ich mit dem Fallschirm runterkommen? Ja, warte. Der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Okay. Warte, was macht der? Er kommt zurück, ja. Okay. Er ist aber immer noch nicht wieder reingegangen, oder? Ich könnte ihn jetzt wunderbar töten. Na, was heißt töten? Womit willst du ihn töten? Mit dem Compound Bow. Wir sollen sie ja nicht töten, wir müssen sie betäuben, damit sie nicht respawnen können. Gut, ich kann auch betäuben jetzt von hier aus. Nee, schaffst du nicht. Warum? Mit der Armbrust, der nackt ist? Na, vielleicht. Soll ich? Ja oder nein? Ja, mach. Ich geh rein hier. Jetzt läuft er weg. Oh, Alter. Ich hab ihn hier jetzt. Der ist gebolert hier. Der hockt auf seinem Revenger. Hab ihn betäubt. Kommt der gerade rein? Ja, einer kommt rein, ja. Du musst jetzt zu mir kommen. Ich versuche gerade die Tiere zu töten oder abzuschießen. Er kommt jetzt gerade zu mir. Hab ihn. Er ist gebolert. Komm zu mir rein. Ja, ich komme. Ich muss ja gerade den Bulbdog hier wegmachen. So, der eine ist betäubt, der andere ist betäubt. Wo sind die Betten von denen? Ja, ja, ich bin bei dir hier. Was haben die? Okay, der hat nicht großartig was. Mach's kaputt. Du, ich hab keine Pike, mach du das mal. Ja, dann lass mich da hin. Der eine ist da unten betäubt, der wollte mit dem Revenger hier reingehen, aber das geht halt nicht. Also das, die Pike macht auch nicht so viel Schaden an den Betten. Wo ist der andere? Der eine liegt hier vorne an der Smithy, zieh dir mal alles aus, der liegt direkt unter dir, der ist betäubt. Der ist betäubt, ich hab ihn, ja, der andere kam auch gerade rein. Okay, nice. Okay, das Bett, das geht einfach nicht kaputt, ich spreng das, ja? Mhm. Dann ist der Scheiß hier hinten auch weg. So, Vorsicht, Sprengung kommt. So, mal gucken, was hier in der Smithy drin ist. Jetzt können wir sie ja töten eigentlich. Ja, aber lass sie mal noch betäubt. Ist einfacher. Oder? Ne, den Nackten töte ich schon mal. Kräfte nicht. Achtung, hinter dir, der eine lebt wieder. Ja. Ja, ich bowler ihn. Ja, ich kann ihn nicht bowlern. Oh, ist gebowlert. Ja. Ist noch ein Mörser. Ah, das Leder nehme ich mal noch mit. Das ist eine Refining Forge. Hier ist auch nur so wenig Metall drin, Kämpfer. Was will er eigentlich mit Regeln? Wir haben die nicht einmal geradet oder so. Mhm.
Klappt's mit deinem Kompompo? Ich treff den nicht, weil in der Wand hängt irgendwie, keine Ahnung. Dann zieh ihn da weg. Ja, ich knüppel den jetzt einfach tot. Mal gucken, wie viel das Kompompo Schaden an dem Ravager von denen macht. Boah, 300. Oh, geht gut. Die sind auch weg. Wir gehen auch. Ach so. Was soll ich da? Kannst du mal da auf Seite gehen, damit ich von die Leiter hochkomme? Ja, okay. Kill den Ravager. Ja. Ich sammle das Metall hier mal ein. Oh, 400 Metall, immerhin. Und ein bisschen Zement und so. Junge, was hält der aus? Endlich. Nee. Also ernsthaft, wir haben ja einen Videobeweis. Ja. Ist ja egal. Ja, ich weiß halt auch nicht, warum denken die, das wären jedes Mal mir gewesen. Wir haben die jetzt wie oft gesehen? Zweimal oder dreimal? Heute zum ersten Mal. Ja, wir haben sie zum ersten Mal gesehen, haben sie uns ein bisschen mit denen gekloppt, haben sie dann nochmal getroffen, dann sind sie uns die ganze Zeit hinterher und jetzt haben wir sie halt geradet, weil ihre Base halt scheiße ist. So, Punkt. Ja. Gibt's da jetzt noch irgendwas großartig mehr zu heulen? Ich denke nicht. Der hat übrigens eine komplett grüne Flakrüstung, die nehme ich mal mit. Und nochmal 200 Betäubungsdarts. Cool. Ich sehe halt nichts. Gar nichts. Wing. Ja, noch 182 Pfeile, die nehme ich auch noch mit. Hat der Bulbdog auch noch was gehabt? Nö. War mit Chitin Zündpulver? Nö, oder? Scheiß drauf. Blackfurs nehme ich mal mit. Da kannst du alles, was an Metall und Zement und so, hier oder hier, Gunpowder, Betäubungszeug, aber pff, der Rest ist unnötig. Ich dachte, die hätten mehr Metall am Start. Haben halt auch viel Rohmetall. Ja, aber das bringt uns halt nichts. Nee. Ich denke, das Beste, was wir kriegen konnten, habe ich dabei. Es war halt jetzt nicht viel. Ich meine, gut, wir haben die Compound-Pfeile wieder raus, die wir vercraftet haben. So, von daher. Guck mal, der Ravager zufällig einen guten Sattel hat. Den habe ich schon. Ach, den, okay. Grüner. Okay. Meisterhaft, so rum. Ja, gut. Dann gehen wir oben rum wieder raus. Da unten spielen nämlich. Dinos verrückt. Die Bären verrückt, ja. Das hab ich von der Leiter geschmissen. Wo kommen wir jetzt hier raus? Mit der Pike an der Wand entlang. Ja, wo? Welcher Ausgang? An der Wand entlang, warte. I show you, wenn ich meine Pike finde. Hier. Übers Metall hoch oder an der Wand lang? Nee, hier einfach so. Ah, okay. Hallo. Okay. Deswegen sage ich ja, die Base war scheiße gebaut. Ja, ich sehe nix. Du leuchtest doch. Ja, nee, ich meine wegen der Kamera, wegen Klettern. Ach so. Einfach den Berg entlang links. Ja. Ja, aber das Problem war, dass der mich halt komplett von der Kamera falsch eingestellt hatte. Ich kenne das Problem. Die spielt manchmal ziemlich verrückt. Ich gehe mal direkt zu meinem Ravager hin, weil ich relativ overweight habe. Damit ich vernünftig mobil bin. Ach, der Gleiter ist geil. Der Gleiter? Ich bin direkt bei meinem Ravager gelandet. Achso, lol. Mich fuckt er die ganze Zeit ab, weil der andauernd aufgeht, wenn ich so einen Doppelsprung machen will oder sowas. Wollen wir die Base jetzt nicht komplett zerstören dafür, dass sie sagen, ich behaupte hier, wir raiden 1000 Mal? Das Problem ist, es bringt uns nichts mehr, es kostet uns nur weitere Ressourcen. Ja, stimmt schon. Aber eigentlich dafür für die Behauptung, dass wir hier sie 1000 Mal raiden. Ich fand's einfach viel schlimmer, dass der meinte, ihr seid solche scheiß Hurensöhne. Hat er gesagt? Ja, hat er mehrmals gesagt. Aber achso, per Mike. Ja, glaubst du, er hätte es im Chat geschrieben, dann hätte er ja Anschiss bekommen von den Admins.